ich könnte mir eine Stadt ohne die Elbe überhaupt nicht vorstellen. Auch wenn ich sie tagelang nicht sehe, aber dass sie da ist, das ist das, was mich an Hamburg auch immer so begeistert. Die Alster und das Östliche ist nicht so mein Bier, sagt man, glaube ich. Ne? Dieser westliche Teil Hamburgs, also im Grunde genommen das alte Altona, ich bin ja gebürtiger Altonaer und nicht Hamburger, ja? 37 wurde ja Altona erst eingemeindet, das ist also nur meine Heimat. Da bin ich groß geworden, da sind meine Wurzeln. Wilhelm Simonsson ist 90. Konsequent beginnt er jeden Tag mit seinem Frühsport. Am 9.9.1919 kommt er in Hamburg-Altona zur Welt. Verwöhnt und umsorgt wächst er bei liebevollen Eltern als Einzelkind auf. Neben seinen Helden Tom Sawyer und Huckleberry Finn ist der Vater ein Idol seiner Kindheit. Mein Vater fuhr zur See mit seinem tätowierten Anker und so weiter. 1911 blieb er dann an Land, als er denn meine Mutter kennenlernte, die also eine sogenannte höhere Tochter war, mit Klavierspielen und so weiter. Wie die beiden zusammengefunden haben, ist mir schleierhaft. Sie stammen also aus völlig verschiedenen Welten, aber sie harmonierten offenbar. In der Altonaer Siedlung Steenkamp lässt der Vater sich mit einer Kohlenhandlung nieder. Klein Willi lernt Boxen und knöpft sich andere sportliche Ziele vor. Ah, diese Wand da, die kenne ich doch von früher. Da haben wir doch als Kinder gegen die Wand gepinkelt und wer am höchsten konnte, der war Sieger. Werde ich nie vergessen. Sein Vater Leopold, ein Jude christlichen Glaubens und deutschnationaler Gesinnung. Er war deutschnationaler. Er war also einer von den, wie ich sagen möchte, überassimilierten Juden, die deutscher sein wollten als deutsch, die von dem Kommunismus mehr Angst hatten als vor dem Nationalsozialismus. Wilhelm Simonsson bekommt als Junge mal Prügel, weil sein Vater nicht die SPD wie die meisten seiner Nachbarn wählt. Ich bin ja hier groß geworden. Was? Hier in Steenkamp bin ich groß geworden. Da war früher ein Kohlengeschäft. Das ist das meines Vaters. Also in den 20er Jahren. Die heutigen Mieter hängen Flaggen zur Fußball-WM an ihre Häuser. In der Weimarer Republik werden dort politische Gesinnungen zur Schau gestellt. Oben aus der Dachluke, da hängt dann zu Wahlzeiten unsere alte Reichskriegsflagge heraus, die mein Vater da hat raushängen können. Das war damals das Symbol der Deutschnationalen, gehörte also noch zum Spektrum der Parteien, die im Reichstag vertreten waren. Die Kohlenhandlung der Simonsons ist von der Weltwirtschaftskrise betroffen. Nach dem Aufstieg der NSDAP und Hitlers Machtergreifung schließlich auch von den Boykotten jüdischer Geschäfte, die 1933 beginnen. Pilot oder Feuerwehrmann will Wilhelm Simonsson damals werden. Doch seine jungen Träume mischen sich mit Sorgen. Eine Ausstellung in der Melanchthonkirche in Hamburg-Bahrenfeld erinnert an diese Zeit. Vom Ausmaß des Geschehens ahnt er wenig als junger Gymnasiast. Und da haben wir gewohnt. Das war das Reihenhaus. Das Platzgeschäft des Vaters verliert die Kunden. Hakenkreuzfahnen machen sich auch in seiner Altonaer Heimat breit. Mir war das natürlich nicht erklärbar, dass es uns, wir hatten dann kein Dienstmädchen mehr und die Nähfrau kam auch nicht mehr. Und in dem Zusammenhang ging das Platzgeschäft dann also auch zurück. Und kurz nach 1933 verloren wir die Großkunden Riemsma, Gustav Altmann und die Bahnfelder Kirche. Dass also auch der Gemeinderat der Kirche beschlossen hat, möglicherweise Zähne knirschen, das weiß ich nicht, dass wir die Kohlen, die Bahnfelder Kirche, die Kohlen nicht mehr von der Firma Simonsson beziehen sollte. Wir hatten also auch die Bahnfelder Kirche als Kunde verloren, obwohl er ja Christ war. Das muss ich immer wieder betonen. Trotz der Geldprobleme ermöglicht ihm der Vater das Segeln auf der Elbe in der noblen Yachtschule Blankenese. Da habe ich also wunderbare Zeiten verlebt. Da hat mein Vater also immer dafür gesorgt, dass ich ja
dass ich ja nicht so kurz käme in irgendeiner Beziehung. Da bekam ich diesen maritimen Touch von meinem Vater mit auf dem Weg, der heute bei mir noch immer noch vorhanden ist, nicht? Die Segelschule bekommt wie andere deutsche Sportvereine den Stempel der Hitlerjugend aufgedrückt. Eine Veränderung, die scheinbar harmlos für den Teenager Wilhelm Simonsson beginnt. Die Hitlerjugend war für mich keine Partei, politische Angelegenheit. Die Hitlerjugend war Segeln, Seemannschaft, auf der Elbe rumzukurven. Ich hatte den Bootsführerschein. Ich konnte Jugendkutter führen von Hamburg bis Brunsbüttelkow, sogar nachts. Das habe ich noch von der Yachtschule alles geerbt, diese Seemannschaft. So sehr war ich also mit dem Wasser verbunden. Und bei dieser Marine-Hitlerjugend, bei der ich dann landete, da kam denn zur Sprache bei irgendeinem Streit, dass ich ein Judenlümmel sei. Irgendeiner beschimpfte mich mit Judenlümmel. Um den Vorfall zu klären, schicken die Eltern ihn zum Pfarrer. Auf diese Weise erfährt er zum ersten Mal von seiner Adoption. Die ersten Monate seines Lebens verbringt Wilhelm Simonsson in einem Waisenhaus. Seine Eltern, die ihn adoptieren und so liebevoll großziehen, verschweigen das Thema bis zu diesem Tag. Ich kam zu Hause an und sehe noch vor mir, wie meine Eltern mich erwartungsvoll, kann man nicht sagen, angstvoll, möchte ich sagen, anguckten. Und wir wurden alle drei von Emotionen überwältigt und ich bin ihnen dann heulend in die Arme gesunken, nicht? Das war also ein tolles Erlebnis, eine tolle Weichenstellung auch für meine ganze gesamte auch Gefühlswelt. Seitdem war ich als Junge ziemlich isoliert. Damals ist er 14 und seine unbeschwerte Kindheit endgültig vorbei. Mit wohlüberlegten Worten bittet Wilhelm Simonsson um die Entlassung aus der Hitlerjugend. Das heißt auch Abschied vom Segeln und von Freunden und kostet ihn Mut. Diesen Spagat, den konnte ich auch gefühlsmäßig nicht schaffen, hier einen jüdischen Vater zu haben und dort die Hitlerjugend und so weiter. Ich habe mich dann für meinen Vater entschieden. Das war für mich überhaupt nie eine Frage. Die Familie kann das Schulgeld für das Gymnasium nicht mehr bezahlen. Wilhelm Simonsson muss auf die Knabenmittelschule. Der Vater gibt die Kohlenhandlung auf, fährt für eine jüdische Reederei noch einmal zur See und zieht mit der Familie in eine ärmliche Dachwohnung in Altona. Und erst dann, nachdem er kein deutsches Schiff mehr bekam, man wurde dann auch als Jude nicht mehr angemustert auf deutschen Schiffen, ist er dann noch, um sich etwas über Wasser zu halten, hat er dann manchmal im Bauwagen übernachtet und hat dann bei Baustellen diese Laternen ausgestellt. Mit anderen Worten, er war Nachtwächter, ne? Als Passagier auf einem Kohlenschiff ermöglicht ihm der Vater noch eine 6-wöchige Reise nach England. Ein tolles Abenteuer, an das der damals auch mal seekranke und heute seeschwache 90-Jährige noch gerne denkt. Nach der Reise lernt er Elektromaschinenbauer und verdient mit zusätzlichen Nachtschichten ein paar Reichsmark für die Ernährung der Familie dazu. Zwei der Geschwister des Vaters verlassen das Land. Für die war es selbstverständlich auszuwandern und mein Vater war voll dagegen. Nein, und das mit den Nazis, das geht dann auch bald vorüber und dann kommen wieder normale Verhältnisse. Und so etwa, glaube ich, zu erinnern, hat er argumentiert. Also für ihn kam das überhaupt nicht in Betracht. Das war jenseits seines Vorstellungsvermögens. Obwohl er ja durch seine Seemannschaft in jungen Jahren ein weitgereister Mann war. Normale Verhältnisse soll es nicht mehr geben. Vor ihrer Wehrpflicht schuften die Männer für Hungerlöhne beim sogenannten Reichsarbeitsdienst. Wilhelm Simonsson schaufelt im Emsland Torf und muss beim Reichsparteitag in Nürnberg Spalier stehen. Wir wurden im Rahmen eines Castings wurden wir ausgewählt, nach Größe und ein bisschen Aussehen und so weiter. So kamen wir dann in Nürnberg an und nun begann der Parteitag, der sich sinnigerweise 1938 der Parteitag des Friedens nannte. Und das war also eine Demonstration im wesentlich militärischer Stärke, wo sie ihre Beine hochschmeißen und dann nach irgendwelchen Obrigkeiten da oben auf der Tribüne schielen. Nach Beendigung der Arbeitsdienstzeit wurde man, eine Woche Urlaub war dazwischen, dann automatisch zur Wehrmacht eingezogen, zu den verschiedensten Waffengattungen. Und da hatte ich wieder
Idee von meinem Vater und so weiter, mich zu den Seefliegern beworben, weil man da meine seemannschaftlichen Kenntnisse noch umsetzen konnte. Ich war 3 Tage Soldat, bekam ich von meiner Mutter das Telegramm, sie haben Papa abgeholt. Eine Kopie seines Briefes aus dem Konzentrationslager Oranienburg-Sachsenhausen. Wilhelm Simonsohn geht zum Altonaer Gauleiter, setzt sich für die Entlassung seines ja deutsch-national gesinnten Vaters ein. 4 Wochen später kommt er seelisch und körperlich gebrochen wieder. Wilhelm Simonsohn soll nie ein Wort von seinen Erlebnissen in Sachsenhausen erfahren. Das war absolut tabu. Das heißt, es war absolutes Schweigen. Auch in seinem Brief kommt da nichts in dieser Richtung zum Ausdruck. Da war seine Sorge, wenn der Junge noch nichts weiß davon, sage ihm bitte nichts, damit seine Karriere nannte er das, bei den Soldaten nicht gestört würde. Absolut nicht. Er war für mich einfach nun plötzlich ein kranker Mann geworden. Im Dezember 1939 stirbt Leopold Simonsohn an den Folgen seiner KZ-Haft. Aus der Kirche, die sein Geschäft boykottiert und ihn später als Jude ausschließt, tritt Wilhelm Simonsohn nach dem Krieg aus. Am Todestag seines Vaters tobt in Europa bereits der Krieg. Während Hitlers Überfall auf Polen ist Wilhelm Simonsohn bei den Heeresaufklärern der Luftwaffe in Schleswig, weit weg von der Front. Was geschieht, scheint ihm heute unvorstellbar. Damals nimmt er die ersten Kriegsjahre aus einer anderen Perspektive wahr. Diese Kriegszeit, die zerfällt bei mir in verschiedene Akte. Das war der Akt Huckleberry Finn, 19 Jahre alt, Abenteuer. Polen, Frankreich. Das ging wie ein schnell abgedrehter Film vorüber an uns. Das war ein einziges großes Abenteuer. Ich war immer bei den Aufklärern, ich war immer hinter der Front. Man kann natürlich sagen, dann war ich also Schreibtischtäter. In einem gewissen Sinne war ich das natürlich. Ich habe Bilder, die Heeresaufklärer, Bilder ausgewertet und so weiter. Und war natürlich als Soldat involviert in das ganze Kriegsgeschehen. Aber Gott sei Dank nie an der Front und nie in dem Sinne, dass ich auf irgendeinen Menschen zu schießen brauchte. Nach Warschaus Kapitulation schaut er sich im September 1939 die Folgen der deutschen Luftangriffe an. Ich sehe vor Warschau Menschen, ganz normale Menschen, die auf den Kartoffeläckern die Kartoffeln mit den Fingern ausgruben, weil sie Hunger hatten. Das hat mich so sehr beeindruckt. Und dann sehe ich auch dann Warschau vor mir, aber da war das ja alles schon vorbei. Nur der Geruch von den noch nicht geborgenen Leichen, die da unter den Trümmern noch irgendwo lagen, der war sehr penetrant und erinnerte an das Drama, was Warschau damals überleben musste. Der 20-jährige Soldat denkt oft an seinen kranken Vater, der knapp 3 Monate später stirbt. Im Mai 1940 startet die deutsche Wehrmacht ihren Westfeldzug, der Angriff auf Frankreich und die Benelux-Staaten. Als Rotterdam bombardiert wird, ist Bildsoldat Simonsohn in Belgien, wieder hinter der Front. Ich fuhr mit meinem Krat, das ist also ein Motorrad, und einem Beiwagenfahrer zwischen meiner Heeresaufklärungsstaffel und dem Armeekorpsstab immer hin und her, um Bildpläne hinzubringen und andere Sachen zur Staffel zu bringen und so. In diesen ihm nahezu friedlich erscheinenden Zeiten beschließt er, selber das Fliegen zu lernen. Er umgeht die üblichen Dienstwege und schreibt einen Brief an den Generalluftzeugmeister der Wehrmacht. Als Kind sieht Wilhelm Simonsohn ihn als Kunstflieger in Hamburg. Legendär wird Ernst Udet später durch Zuckmeyers Drama »Des Teufels General«. So, und da setzte ich mich dann hin und schrieb an den General Udet einen Brief. Das war die zweite mutige Tat meines Lebens, möchte ich sagen, damals. A, den Brief an den Gauleiter und B, den Brief an diesen General.
Und da, weil ich ja wusste, ich darf als Gefreiter nicht so einen General anschreiben, das war blasphemisch, um Gottes Willen. Aber ich habe es gewagt, weil ich wusste, dass Udet ein Faible hatte für solche Leute, die gerne fliegen wollten. Sein Plan geht auf. 3 Kriegsjahre lang besucht er Flugzeugführerschulen. Für den ersten Alleinflug gibt es Schläge auf den Allerwertesten. Nicht nur deshalb bleibt der Flug ein unvergessliches Ereignis. Dieser erste Alleinflug zum Beispiel war einer von den emotionalen Erlebnissen, die so einmalig sind, dass der Mensch also nun sich loslöst von der Erde mit diesen kleinen primitiven Doppeldeckern und nun das erste Mal ohne Lehrer startet, seine Platzrunde fliegt und wieder landet, das erste Mal allein in der Luft ist und so weiter. Die Wehrmacht, eine Zwangsjacke für seine fliegerische Leidenschaft. Die Beförderung zum Feldwebel beeindruckt ihn kaum. Nach seiner Ausbildung spezialisiert Wilhelm Simonsson sich auf die Nachtjagd. Als sogenannter Fühlungshalter muss er von Holland aus britische Fliegerverbände erspähen. Auch für ihn beginnt der Ernst des Krieges. Ab Herbst 1943 stehen ihm 38 Einsätze bevor. Wir waren undercover, wenn man so will. Wir waren Spione. Wir sind mit den englischen Verbänden mitgeflogen. Wir waren ja so konzentriert auf die fliegerischen Dinge, dass wir das Flugzeug nachher heil wieder landeten und so weiter. Es war ja nicht so, dass eine Kabinenstewardess dann irgendwo so sagt, so demnächst landen wir da irgendwo. Nein, man saß da vorne und war hochkonzentriert. Und nun hatten wir auch noch den Gegner da. Und es wurde geballert. Und man sah unten die brennenden Städte aus der Perspektive eines Nachtjägers. Also erschütternd, kann ich Ihnen sagen. Das nahm einen so mit. Und man war so zornig auch denn. Aber auf wen eigentlich? Auf die Engländer, die unsere Städte in Brand schmissen, auf Hitler, der ja indirekt das alles verursacht hatte. Ich wusste nicht, auf wen ich eigentlich zornig sein sollte. Es war sowas Unmenschliches. Und sich vorzustellen, dass da unten jetzt Menschen verbrennen, wie bezogen auf Hamburg, 30.000. 30.000 Menschen verbrennen da. Also da wird man wahnsinnig, wenn man darüber nachdenkt. Er kämpft um sein eigenes Leben, als seine Maschine im Mai 1944 abgeschossen wird. Die Maschine brannte, die linke Tragfläche war demontiert und wir alle drei sind unheil angekommen. Nachts in einem belgischen Dorf, wo man Flämisch sprach. Und da hatte der liebe Gott seinen Daumen dazwischen oder wie ich immer sage, die Schutzengel haben mir dabei gestanden, dass wir alle drei aus dieser brennenden Maschine rausgekommen sind. Und 55 Jahre später habe ich dann über die Engländer, über einen holländischen Historiker erfahren, wer mich abgeschossen hat. Und mit der Frau des Navigators, die Mosquito ist 2-sitzig, Flugzeugführer-Navigator, mit der Frau, mit der Witwe also des Navigators, haben meine Frau und ich dann noch 58 Jahre waren dann inzwischen später in Plymouth zusammengesessen und haben einen wunderschönen Nachmittag erlebt. Seine spätere Ehefrau Liesel trifft er 1944 auf einer Zugfahrt. Damals ist sie Maidenführerin im Reichsarbeitsdienst. Sie hatte also, so derbe Schuhe an und dann so Wollstrümpfe. Also sie war so gesehen eigentlich ein recht maskuliner Typ eigentlich. Und als sie den Hut abnahm im Abteil, da kam ihre Lockenpracht zur Geltung. Da ging ja quasi die Sonne auf. Ich war dann Kavalier und hob ihr den schweren Apfelkorb, den sie mit sich führte, ins Gepäcknetz. Da war der Kontakt hergestellt. Mit einem Fieseler Storch landen die beiden 5 Tage vor Kriegsende in Österreich. Das sind die traurigen Überreste meines geliebten Fieseler Storches, den ich am 3. Mai 1945 noch in eine Waldschneise gelandet hatte. Ein fast legaler Flugauftrag mit blindem Passagier. Sie verstecken sich bei einem Bauern und arbeiten als Knecht und Magd. Der drohenden Zwangsarbeit entkommen, kann das Paar 1945 im zerbombten Hamburg heiraten. Bis heute haben die Reste des rettenden Flugzeugs ihren Ehrenplatz. Das ist ein Stückchen vom Rumpf und das ist ein Stückchen von der Tragfläche. Jahrzehnte später schreibt Wilhelm Simonsson Artikel über seine Einsätze als Pilot bei der Nachtjagd. Analysen aus deutscher und britischer Sicht. Er entwickelt sich zum Pazifisten, kritisiert die Wiederaufrüstungspolitik.
Er knüpft Freundschaften mit deutschen und britischen Piloten und deren Frauen. Beim Verarbeiten seiner Kriegserlebnisse stützt er sich immer wieder auf sein Lieblingszitat. Lessing, Ephraim Lessing, der mal gesagt hat, die Geschichte soll nicht das Gedächtnis beschweren, sondern den Verstand erleuchten. Und da bin ich dabei, dass ich versuche, mit dem erleuchteten Verstand so den Rest meines Lebens zu meistern und mein Stück Lebenserfahrung auch weiterzugeben. Manchmal ist auch bei den kleinen Herausforderungen des Lebens Verstand gefragt. Mit seiner schwindenden Sehkraft kommt Wilhelm Simonsohn im Alltag gut klar. Auch mit 90 ist er täglich in Hamburg unterwegs. Er genießt seine Ausflüge an die Elbe und geht zweimal im Monat zur Zeitzeugenbörse vom Hamburger Seniorenbüro. Also gibt es hier in diesem Kreis jemanden, der in den 50er bis Anfang 60er Jahren in Italien Urlaub gemacht hat? Per Rad, Auto, Motorrad. Herr Simonsohn, hab ich das letzte Mal schon vorgelesen. Haben wir schon vorgelesen? Ja, das letzte Mal. Meine Frau und ich, wir sind 53 mit einer Vespa, 4,8 PS, bis nach Venedig gefahren. Seit 2007 wird er als Mitglied der Zeitzeugen auch an Schulen und zu internationalen Jugendtreffen geschickt. Er hilft den Jugendlichen, das trockene Schulbuchwissen besser zu verstehen, spricht über die Judenverfolgung in der NS-Zeit, den Zweiten Weltkrieg, über Demokratie und Politikverständnis in der Nachkriegszeit. Schöne Sandalen, ne? Mutter mit schönen Sandalen. Nachkriegsdeutschland ist zerbombt und geteilt. Beim Geldverdienen zählt Erfindergeist. Wilhelm Simonsohn bringt auf abenteuerlichen Wegen Briefe von Hamburg über die Zonengrenze nach Berlin. Der Krieg wird erstmal verdrängt. Am Anfang hatte man die Nase von dem Ganzen so voll, da ging es wieder ums Überleben. Und das habe ich mit meiner Frau in der Reichsmarktzeit ja so durchexerziert, dass wir beide also gemeinsam also auch gehungert haben. Und haben uns dann gegenseitig, trotzdem unser beiderseitiger Magen knurrte, uns immer noch die größeren Stücke zugeschoben. Nicht? Und das schweißt zusammen auf Lebenszeit. Ab 1947 erleben sie endlich die Sicherheit einer bürgerlichen Existenz. An der Uni Hamburg arbeitet er sich zum Amtsrat hoch. 1953 reicht das Geld für eine Vespa, mit der das Paar nach Venedig und zum Gardasee fährt. 1954 kommen die Zwillingstöchter Barbara und Cornelia zur Welt. Er wächst in die Rolle des Familienvaters, deshalb vergisst er seinen Traumberuf Lufthansa-Pilot und bleibt 21 Jahre an der Uni. Dort diskutiert er mit Kollegen über Geschichte und Gegenwart. Neue Sichtweisen eröffnet ihm ein Treffen mit dem ostdeutschen Widerstandskämpfer Robert Havemann. Da ist bei mir so etwas wie ein politisches Gewissen, sagen wir mal, wach geworden. Nicht zuletzt durch diesen Professor Havemann aus der DDR. Nicht? Das war so etwa, wo ich anfing, darüber nachzudenken. Mensch, das Soldat sein. Natürlich hatte mein Vater mit seiner Erziehung eine Rolle gespielt und auch sein Schicksal. Und all diese Umstände haben mich denn dazu bewogen, darüber so intensiv nachzudenken, dass ich dann letzten Endes sozusagen zum Pazifisten wurde. Nicht im Sinne eines Weicheis. Mir soll ja nicht jemand an die Wäsche gehen, denn kriegt er von mir Kontra, nicht? Seine Töchter studieren beide Politik. Heute vertreibt Cornelia Wagner mit ihrem Mann Himalaya-Kristallsalz. Barbara Simonsohn ist erfolgreiche Reiki-Lehrerin und Buchautorin. In ihre Erziehung fließt die Aufgeschlossenheit des Vaters, doch auch seine autoritäre Seite ein. Also er war schon ziemlich leistungsorientiert, das heißt, wie kam er mit einer 1- nach Hause? Und dann hat er gesagt, warum keine glatte 1? Und das meint er nicht als Scherz. Er hat ja irgendwie auch eine kernige männliche Ader und hätte sich durchaus auch Jungs vorgestellt oder gewünscht. Und so hat er uns alles vermittelt, was man da vermitteln kann. Bis hin zum Beispiel Boxen, wie man so die Deckung und wie man hier genau auf diesen Punkt trifft. Also wir haben zu Hause früher sehr viel über Politik diskutiert. Und es war irgendwie auch klar dann, dass wir uns irgendwie engagieren möchten. Gegen Ungerechtigkeit. Ab 1968 sind die Simonsohn-Zwillinge bei Amnesty International, Cornelia sogar im Vorstand.
Zu Hause geben die Teenager Interviews für die Presse. Täglich wird das Weltgeschehen analysiert. Das ging eigentlich um politische Richtungen, um Befreiungskämpfe, um Vietnam, um alle solche Geschichten. Und ja, später auch ein bisschen, also auch um Frauenbewegung und Emanzipation und solche Sachen, wo wir natürlich hier in der Familie dann irgendwelches Macho-Gebaren meines Vaters dann ins Visier genommen haben, ganz klar. Ne, und unsere Mutter ermutigt haben, jetzt irgendwie auch mal richtig gerade zu stehen, wenn da jetzt mal wegen Streit war. Also diese Art von Streitkultur, die auch immer an Inhalte geknüpft war, ne, die habe ich eigentlich mein Leben lang bewahrt. Doch den Töchtern wird es zu eng auf den 70 Quadratmetern in Hamburg-Altona. Wie viele ihrer Mitschülerinnen verlassen die Zwillinge schon mit 16 ihr Elternhaus, wo Wilhelm Simonsohn inzwischen seit 46 Jahren lebt. Es war ein Vakuum da, es war eine Leere da. Meine Frau und ich, wir haben uns dann manchmal gegenüber gesessen mit der Fragestellung, Mensch, was haben wir denn bloß falsch gemacht? Und wenn Zwillinge so in diese pubertäre Phase hineinkommen, dann ist das ja, die Probleme sind ja dann im Quadrat vorhanden, nicht? Wenn der eine, du hattest es schon angedeutet, die Argumente ausgegangen sind, dann hatte die andere noch wieder welche. Und so waren wir dann zwar auf gleicher Augenhöhe, so in unserem Niveau, aber wir waren manchmal also unterlegen. Meine Frau und ich, wir waren von den Argumenten her die Unterlegenen. Wir waren einfach nicht so geschult und so gewitzt, wie da aus dieser, was weiß ich, 68er-Ecke, da kamen halt die neuen Parolen. In diesen Jahren trifft Wilhelm Simonsohn zum ersten Mal seine leibliche Mutter. Die Töchter freuen sich über eine dritte Oma, doch ihm bleibt die Frau, die ihn als Baby fortgibt, fremd. Aufgrund meiner Adoptionsurkunde hatte ich ja dann immerhin die Daten und wir sind dann angemeldet, da zu Besuch bei ihr aufgekreuzt. Sie war sehr freundlich und so, aber es baute sich emotional überhaupt nichts auf. Ich hätte also der Frau Meier oder der Frau Schulze aus der Nachbarschaft genauso begegnen können, also wie dieser Frau. Sie war für mich also fremd geblieben und ich habe es aufgrund dieser, wie soll ich sagen, mangelnden Gefühle, hatte ich eine Hemmschwelle, die war so hoch, dass ich sie nicht wagte, in dieser kurzen Zeit zu fragen, wer denn nun wohl mein Vater sei, was das wohl für ein Typ war. Darauf war ich natürlich neugierig, ich habe das nicht fertiggebracht. Statt seine Wurzeln weiter zu erforschen, konzentriert er sich auf seinen neuen Job. Er wird als Verwaltungsleiter ans Universitätsklinikum Eppendorf versetzt. Ein Krankenhaus mit 5000 Beschäftigten. Dort setzt er sich für die Einführung der ersten Nierentransplantationen ein. Ehrenamtlich ist Wilhelm Simonsohn als Arbeitsrichter tätig. So oft wie möglich geht er auf Reisen, in alle Himmelsrichtungen und am liebsten von Nordafrika durch die Sahara in zahlreiche Länder des afrikanischen Kontinents. Nach 14 Jahren als Verwaltungsleiter lässt er sich an seinem 62. Geburtstag pensionieren. Sein Abenteuergeist lebt wieder auf. Mit dem VW-Bus und ihren Reisemobilen verbringen die Simonsohns die Wintermonate im Norden Afrikas oder in Kenia und Tansania. Die Tierwelt in den Nationalparks begeistert sie. Liesel knüpft die Kontakte zu den Menschen, die das Paar auf den vielen Reisen durch Afrika trifft. Also sie war diejenige, die dann immer mit ihrer, wie ich behaupte, neugierigen Nase dieses Wort Keskese immer auf den Lippen hatte, so als Türöffner in Algerien oder Marokko oder Tunesien. Zu ihren letzten gemeinsamen Abenteuern zählt eine Schiffsreise zum Nordkap und Spitzbergen. Vor ihrem Tod im Jahr 2005 liegt Liesel 3 Wochen lang im Koma. Nach 60 Ehejahren muss Wilhelm Simonsohn Abschied nehmen. Um sich abzulenken, reist er wochenlang an Orte, wo beide gemeinsam waren. Immer noch lebendige Erinnerungen an seine Frau und seine Eltern begleiten ihn bei den Besuchen am Familiengrab. In solchen Zeiten besinnt er sich auf das Gelassenheitsgebet. Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern,
die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Im hohen Alter knüpft er noch eine neue Freundschaft mit dem pensionierten Richter Gerd Reimers. Er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter der Hamburger Medienboten und versorgt Wilhelm Simonsohn mit Hörbüchern. Ich habe diesmal so ein bisschen kreuz und quer geguckt, ein bisschen Aktuelles, ein bisschen Literatur älteren Datums, Friedrich Schiller. Geistige Nahrung, wie Wilhelm Simonsohn es nennt. Bürgerliches Engagement zeigt er im historischen Altonaer Volkspark. Dort sponsert er zu Ehren seiner Frau ein Rosenbeet. Als Mitglied von Greenpeace und dem Worldwide Fund for Nature hofft er auf eine klimafreundliche Zukunft durch Nutzung der Sonnenenergie. Auch von den Töchtern wünscht er sich mehr Engagement für die Umwelt. Mit Tochter Cornelia schreibt er im Jahr 2010 seine Erinnerungen aus Kriegs- und Friedenszeiten auf. Freiwillig in die Gefangenschaft zu gehen, mit der Garantie, auch kurzfristig wieder nach Hause laufen zu können. Wir können das stilistisch ja immer noch ein bisschen korrigieren. Es ist einfach reaktiviert. Es ist wieder da. Das, was scheinbar längst in den Hintergrund getreten war, was schon zum Teil vergessen war, das kommt jetzt wieder hoch und ist so, wie soll ich sagen, gegenwärtig geworden, dass mich das also, wie gesagt, immer so eine schlaflose Nacht kostet. Und deshalb, wir sitzen ja auch in der Regel nur einmal in der Woche zusammen. Ich kann den Akku also immer wieder aufladen bis zum nächsten Kapitel. Und so läuft es eigentlich auch ganz gut bisher. Wir sind immerhin schon jetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs angelangt. Das ist ja schon mal was. Cornelia lenkt ihn von heldenhaften Fliegerschilderungen ab, will wissen, was damals in ihm vorgeht. Sie mag die ungewohnte Nähe, die beim Schreiben entsteht. Bisher kennt sie nur Bruchstücke seiner Geschichte, die sie jetzt aus einer persönlicheren Perspektive sieht. Das war jetzt vielleicht die Stärke der Generation, zu der ich gehöre. Ne? Da gehört das ja auch mit den 68er dazu, und dass wir einfach Sachen in Frage gestellt haben, dass es eben um Wahrhaftigkeit ging und auch darum, sag mal, wie habt ihr da alle blind als Schafe oder wie die Lemminge seid ihr da irgendwie in den Abgrund gestürzt und hat es denn keiner gemerkt, was ist denn da überhaupt Sache gewesen und was ist in euch denn, wann habt ihr was gemerkt? So diese ganzen Geschichten und auch diese Emotionalität und diese Betroffenheit, die konnten sich ja viele gar nicht leisten. Also wenn ich mir vorstelle, dass so viele schockierende und traumatische Erfahrungen jetzt als ganz, ganz junger Mensch von 19 und 20 Jahren auf dich einprasselten, ne, dann muss man schon eine gewisse, stelle ich mir das jedenfalls so vor, muss man ein gewisses dickes Fell sich anschaffen, um nicht so traumatisiert zu werden, dass man nicht mehr funktionsfähig war. Seit 2008 liegt vor Wilhelm Simonsohns Elternhaus in Steenkamp ein Stolperstein für seinen Vater. Im KZ Sachsenhausen schaut er sich bei einer Gedenkveranstaltung den Ort, der Leopold Simonsohn das Leben kostet, an. Der bis dahin ungebrochene Lebenswille seines Vaters prägt ihn, hilft auch ihm beim Bewältigen des Schicksals. So habe ich denn diese verschiedenen Phasen meines sehr buntscheckigen Lebens eigentlich immer gemeistert. Vorwärts geguckt, dazugelernt und nie klein beigegeben. Zweimal jährlich trifft sich die ganze Familie, bei schönem Wetter im Schrebergarten von Tochter Barbara. Hallo, Theo. Hollywood kommt. Hallo, Hollywood. Robert Redford. Robert Redford in Person. Hallo, Tino. Darf ich pauschal vorstellen, meine sogenannte puckelige Verwandtschaft? Puckelige, wir haben keinen Puckel. Mehr oder weniger. Urenkelin Marie ist der jüngste Spross. Im Kreise der Liebsten. Auch Wilhelm Simonsons Schwägerin Ruth. Tag, Sandra. Hallo, schön, danke. Hallo. Was ich denn gehört habe? Ja, das weißt du schon Bescheid? Ja, das ist ja so. 6. Februar. Noch immer wird im Familienkreis der Simonsons und Wagners lebendig diskutiert. Über die Umwelt, Politik oder die Frage, ob Barbaras Biotomaten besser als Großvaters Bockwürste sind. Selten nimmt er sich sehr ernst. Also er hat immer den Abstand zu sich. Diese heitere Gelassenheit, dass er über sich selber auch Witze machen kann. Und das finde ich sehr entspannend. Und er kann sich eben immer noch entzünden. Also dieses Feuer ist nach wie vor da, auch wenn es einem dann manchmal vielleicht auf den Wecker geht oder zu viel ist. Ist er ein echter Demokrat und jemand, der
Zivilcourage bewiesen hat in seinem Leben, das achte ich sehr. Und er ist für mich ein richtig guter Typ von Mann. Das gibt davon gar nicht mehr so viele, ehrlich gesagt. Ich achte ihn sehr. Obwohl der Großvater nach der Geburt seiner 6 Enkel oft lange Zeit verreist ist, will er wissen, wie sie leben, wie sie denken, was sie interessiert. Er nimmt an ihrem und sie an seinem Leben teil. Zum Beispiel die Sache mit seinem Adoptivvater, die hat mich sehr beeindruckt. Und ja, ich mag Krieg immer noch nicht, aber ich habe sehr viel gelernt im Gegensatz zu der Schule. Also da wird das ja auch immer durchgekaut. Er ist ein wandelndes Lexikon, würde ich sagen. Also wenn er was zu sagen hat, dann sagt er es auch direkt, ohne irgendwie drüber nachzudenken. Und ja, also dadurch kommt er auch sehr positiv eigentlich rüber. Was mich besonders an ihm fasziniert hat, auch so als Vorbildfunktion, ist, dass er sich seine Lebensfreude bewahrt hat, auch durch schwierige Zeiten hindurch. Und immer doch Lebemann war und genossen hat das, was er hatte. Im Großen und Ganzen liebt er das Leben und das Leben liebt ihn. Also wir lieben ihn. Bis jetzt nach dem Tod meiner Oma, seiner Frau, sogar noch herzlicher geworden ist, noch weicher geworden ist und der Familie auch noch näher. Zum Beispiel Umarmung oder er hat auch einmal geweint und sowas halt kannte ich früher nicht von ihm. Jemand, der so viel geschafft hat, nach dem, was wir alles durchlitten haben. Ich kenne die Geschichte ja dann auch schon. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das ist alles wie aus einem Land vor unserer Zeit quasi. Das Fliegen in friedlichen Zeiten. Für Wilhelm Simonsohn bis heute die schönste Erfüllung eines Menschheitstraums. Mit Enkel Jonathan und dessen Frau Sandra mischt der Zeitzeuge des Zweiten Weltkriegs den Himmel über Hamburg noch einmal auf. Kommt dieses alberne Gelächter auch damit drauf? Ja. Ja. Oh, dieses tierischerhafte Gekichere. Ich werde dauernd verfrachtet hier. Ja, fast den Mama!